Wir machen das, was wir machen, weil wir machen dürfen, was wir wollen. Das ist das Schöne an der Kunstform, die wir gewählt haben. In der Urban Art ist alles erlaubt irgendwo. Ob es jetzt Aufträge sind oder freie Arbeiten, die Wand entscheidet, was sie braucht. Zum Beispiel, wir mögen beide sehr gerne um die Ecken gehen, also über das Format gehen. Wenn wir jetzt einen Raum nur eine Wand bemalen sollten, nehmen wir immer die Ecken mit, damit das Bild über das Format geht. Das hat eine tiefere Wirkung. Ich würde uns jetzt eher nicht als Künstler beschreiben, sondern eher als Designer und Grafiker. Wir wollen eine sehr definierte Aussage mit unseren Werken schaffen. Wir wollen nicht unbedingt, dass es schön ist, es soll wirken. Es soll eine ganz bestimmte Funktion erfüllen. Kunst hat natürlich auch einen Zweck. Es soll jemanden emotional berühren oder es soll jemanden in eine Welt hinein verbringen, die er nicht wirklich selbst erlebt und deswegen dann anfängt zu träumen. Unsere Sachen sind eher designtechnisch, form follows function. Also wir haben eine bestimmte Funktion, zum Beispiel einen Werbeträger, den wir halt hervorheben möchten und das natürlich durch ein schönes Bild, aber das Bild muss in erster Linie funktionieren einfach. Ich bin Jarosław Maszkalesz, arbeite und lebe in Krefeld.